Es war einmal ein Mädchen. Und sie hatte so schöne und lange Haare, dass jeder, der sie sah, ihre Augen nicht abwenden konnte. Die Stränge waren so leicht, nur golden. Deshalb nannten sie sie Goldlöckchen. Bei aller Schönheit war sie ein sehr ungezogenes kleines Mädchen. Mama erlaubte ihr immer, in den Hof zu gehen, befahl ihr jedoch, nicht in den Wald hinter ihrem Haus zu gehen. Goldlöckchen waren sehr interessiert zu wissen, was in diesem Wald ist. Und so, während Mutter nicht sah, verließ sie irgendwie das Haus in den Wald. Das Mädchen ging lange im Wald spazieren. Entweder findet er eine Beere, schaut sich dann eine schöne Blume an und hört dann zu, wie die Vögel singen. Also hat sie sich im Wald verlaufen. Und plötzlich sah sie ein ungewöhnliches Haus auf einer Lichtung. Goldlöckchen näherten sich ihm leise. Ich ging herum, sah aber niemanden. Sie klopfte an die Tür, aber niemand antwortete. Dann klopfte sie heftiger und die Tür öffnete sich. Goldlöckchen traten vorsichtig ein. In diesem Haus lebten drei Bären. Ein Bär war Vater, groß und zottelig. Der andere war eine Bärenmutter. Es war kleiner. Der dritte war ein kleines Bärenjunges. Die Bären waren nicht zu Hause, weil sie im Wald spazieren gegangen waren. Das Mädchen betrat den Raum und sah drei Schalen Brei auf dem Tisch. Die erste Schüssel, die größte, war der Papa-Bär. Die zweite Schüssel, die kleinere, war der Mutterbär. Und die dritte, die kleinste, war das Bärenjunges. In der Nähe jeder Schüssel lag ein Löffel, groß, mittel und klein. Goldlöckchen waren so hungrig, dass sie zuerst aus einer großen Schüssel essen wollte. Sie nahm den größten Löffel, nahm den Brei, probierte ihn, aber der Brei war zu heiß. Dann nahm sie einen mittleren Löffel, nahm den Brei, probierte ihn, aber der Brei war zu kalt. Schließlich nahm sie einen kleinen Löffel und probierte den Brei aus der kleinen Schüssel. Dieser Brei war weder heiß noch kalt, genau richtig. Und Goldlöckchen aßen den ganzen Brei aus der kleinen Schüssel. Nach dem Essen wollte das Mädchen sitzen und sah drei Stühle in der Nähe des Ofens, einen großen, einen kleineren und einen dritten, sehr kleinen, mit einem kleinen roten Kissen. Zuerst versuchte sie, auf den größten Stuhl zu klettern, konnte es aber nicht. Dann versuchte das Mädchen, sich auf den mittleren Stuhl zu setzen, aber es war sehr schwer und unangenehm. Schließlich setzte sie sich auf den kleinsten Stuhl und es war genau richtig für sie. Goldlöckchen mochten den Stuhl so sehr, dass sie anfing, darauf zu schwingen. Der Stuhl knackte, brach und sie fiel zu Boden. Das Mädchen stand auf und ging in ein anderes Zimmer. Es gab drei Betten, groß, mittel und klein. Zuerst kletterten Goldlöckchen auf das erste Bett, aber es war zu hoch und zu hart. Ich legte mich auf die mittlere, sie war zu geräumig und weich. Das Mädchen legte sich auf das dritte, kleinste Bett. Sie war genau richtig für sie. Goldlöckchen fühlten sich so wohl und gemütlich, dass sie schnell einschlief. Das Mädchen schlief tief und fest, als die Bärenfamilie nach Hause zurückkehrte. Die Bären wurden sehr hungrig und gingen sofort zum Tisch. Als Papa Bär seine Schüssel sah, wurde er wirklich wütend. Jemand hat meinen Brei gegessen. Er knurrte. Die Bärin schaute auch in ihre Schüssel und knurrte weniger laut. Jemand hat auch aus meiner Schüssel gegessen. Und das Bärenjunges, das seine leere Schüssel sah, rief laut: Jemand hat nicht nur aus meiner Schüssel gegessen, er hat meinen ganzen Brei gegessen. Die Bären rochen, dass etwas nicht stimmte, verließen den Tisch und begannen sich umzusehen. Papa Bär bemerkte, dass jemand seinen Stuhl bewegte und knurrte mit schrecklicher Stimme: Jemand saß auf meinem Stuhl. Die Bärenmutter schaute auf ihren Stuhl und beschwerte sich: Jemand saß auf meinem Stuhl und schob ihn von seinem Platz weg. Und dann schaute der Bär auf seinen kaputten Stuhl und rief erneut laut: Jemand hat nicht nur auf meinem Stuhl gesessen, sondern ihn kaputt gemacht. Alle drei Bären gingen vorsichtig ins Schlafzimmer. Jemand lag auf meinem Bett und zerknitterte es. Papa Bär brüllte mit schrecklicher Stimme. Und jemand lag auch auf meinem Bett und zerknitterte es, knurrte die Bärenmutter.
Der Teddybär schaute auf sein Bett und rief erneut, jemand lag auch auf meinem Bett. Und dann sah er das Mädchen und quietschte mit dünner Stimme und schläft immer noch in ihr. Vater und Mutterbären gingen zum Bett und sahen, dass ein kleines Mädchen dort schlief. Goldlöckchen erwachten aus dem Schrei eines Bärenjungen und waren sehr verängstigt. Drei Bären standen vor ihr. Sie sprang sofort aus dem Haus und rannte, wohin auch immer ihre Augen schauten, ohne sich umzusehen. Das Mädchen rannte lange, sie war sehr müde und dann sah sie ihre Mutter, die im Wald nach ihrer vermissten Tochter suchte. Seitdem hörte Goldlöckchen immer auf ihre Mutter und tat nichts ohne ihre Erlaubnis. Sie wurde ein sehr gehorsames, freundliches und gutes Mädchen. Es war einmal ein Mutterschwein und ihre drei Ferkel. Drei Brüder sind gleich groß, runden, rosa, mit den gleichen lustigen Schwänzen. Den ganzen Sommer spielten die Schweine im grünen Gras, sonnten sich in der Sonne und sonnten sich in den Pfützen. Aber dann ist der Herbst gekommen. Eines Tages sagte meine Mutter, es sei Zeit für sie, über den Winter nachzudenken. Sie bat sie, ein großes Haus zu bauen. Der jüngere Bruder sagte, der Winter sei noch weit weg. Der mittlere Bruder sagte, dass er bei Bedarf sein eigenes Haus bauen würde. Und der ältere Bruder beschloss, das Haus selbst zu bauen. Die jüngeren und mittleren Brüder spielten nur ihre Spiele. Es wurde jeden Tag kälter und kälter. Der jüngere Bruder beschloss, ein Haus aus Stroh zu bauen. Der mittlere Bruder dachte, dass es im Winter im strohbedeckten Haus sehr kalt sein würde. Er beschloss, ein Haus aus Zweigen und Zweigen zu bauen. Am Abend war ihre Unterkunft fertig. Sie waren sehr stolz auf sich und konnten nicht genug von ihren Gebäuden bekommen. Jetzt waren sie frei und konnten tun, was sie wollten. Sie beschlossen, zu ihrem älteren Bruder zu gehen und zu sehen, was für ein Haus er für sich gebaut hatte. Der ältere Bruder war mit dem Bauen beschäftigt. Er trug Steine auf, knetete Ton und baute sich langsam ein zuverlässiges, langlebiges Zuhause. Die jüngeren Brüder fanden ihren älteren Bruder bei der Arbeit. Sie waren sehr überrascht, welche Art von Festung er baute. Der ältere Bruder arbeitete ruhig weiter. Die jüngeren und mittleren Brüder fingen an, über sein Haus zu scherzen und zu lachen. Sie waren so amüsiert, dass ihr Kreischen weit über den Rasen hallte. Der ältere Bruder bat um Ruhe, weil der Wolf sie hören konnte. Die jüngeren und mittleren Brüder waren noch mehr amüsiert. Sie entschieden, dass der ältere Bruder nur ein Feigling war. Und die beiden tapferen Brüder gingen spazieren. Unterwegs sangen und tanzten sie und als sie den Wald betraten, machten sie ein solches Geräusch, dass sie den Wolf weckten, der unter der Kiefer schlief. Der verärgerte und hungrige Wolf ging zu dem Ort, von dem das Kreischen zweier dummer Schweine kam. Die Brüder gingen fröhlich und sprachen darüber, wie leicht sie mit dem Wolf umgehen würden. Und plötzlich sahen sie einen echten lebenden Wolf. Er stand hinter einem großen Baum. Er hatte sehr böse Augen und einen riesigen zahnigen Mund. Die Brüder waren so verängstigt, dass ihre dünnen Schwänze fein zitterten. Der Wolf bereitete sich auf den Sprung vor. Er schnappte mit den Zähnen und blinzelte mit dem rechten Auge. Die Schweine kamen plötzlich zur Besinnung und eilten kreischend durch den Wald, um Weg zu laufen. Sie hoben Staubwolken auf und stürmten jeden zu seinem eigenen Haus. Der jüngere Bruder rannte zu seiner strohgedeckten Hütte und schlug die Tür vor dem Wolf zu. Der Wolf knurrte und verlangte, die Tür zu öffnen. Der jüngere Bruder konnte aus Angst kein Wort sagen. Dann begann der Wolf zu blasen. Das helle Dach flog sofort von der strohgedeckten Hütte. Der Wolf holte tief Luft und blies ein zweites Mal, und das Strohhaus flog in alle Richtungen. Der Wolf war entzückt, schnappte mit den Zähnen und stürzte sich auf seinen jüngeren Bruder. Aber das Schwein wich geschickt aus und rannte los. Er rannte zum Haus des mittleren Bruders. Die Brüder schafften es, sich einzusperren und sahen sich bestürzt an. Der Wolf wurde wütend und begann zu blasen. Das Haus ist leicht schief. Der Wolf blies eine Sekunde, dann eine dritte, dann ein viertes Mal. Aber das Haus stand noch. Der Wolf holte tief Luft und blies zum fünften Mal. Das Haus zitterte und fiel auseinander. Nur eine Tür stand einige Zeit mitten in den Ruinen. Entsetzt eilten die Ferkel zum Haus ihres älteren Bruders. Der Wolf rannte ihnen nach.
Er war sich sicher, dass die Schweine diesmal nicht vor ihm davonlaufen würden. Die Ferkel stürmten schnell an dem großen Apfelbaum vorbei, ohne ihn zu treffen. Und der Wolf hatte keine Zeit, sich umzudrehen und auf den Apfelbaum zu schlagen, der ihn mit Äpfeln bedeckte. Ein harter Apfel traf ihn zwischen den Augen. Eine große Beule sprang auf die Stirn des Wolfes. Zu dieser Zeit gelang es den jüngeren und mittleren Brüdern, in das Haus des älteren Bruders zu rennen und die Tür zu verriegeln. Der Wolf rannte zur Tür, knurrte und verlangte, die Tür zu öffnen. Die jüngeren Brüder hatten große Angst und konnten nichts dafür sagen. Und der ältere Bruder wusste, dass er und seine Brüder in einem soliden Steinhaus nichts zu befürchten hatten. Dann saugte der Wolf mehr Luft ein und blies so schnell er konnte. Aber egal wie viel es blies, kein einziger Stein bewegte sich. Dann sah er auf und bemerkte einen großen, breiten Schornstein auf dem Dach. Er kletterte vorsichtig auf das Dach und ging das Rohr hinunter. Die Schweine hörten ein Rascheln. Der ältere Bruder ahnte sofort, was los war. Er eilte schnell zu dem Kessel, in dem Wasser kochte, und riss den Deckel ab. Der Wolf ging die Pfeife hinunter und fiel direkt in den Kessel. Seine Augen weiteten sich zu seiner Stirn. Der verbrühte Wolf flog mit wildem Gebrüll heraus und eilte in den Wald. Und die drei kleinen Schweine kümmerten sich um ihn und waren froh, dass sie dem bösen Räuber so geschickt eine Lektion erteilt hatten. Von dieser Zeit an lebten die Brüder und ihre Mutter unter einem Dach zusammen.